Hallo zusammen, hier ist wieder Chillanger und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollte ich heute wieder so ein kleines Opening mit euch basteln. Ich war wieder fleißig, ich habe sowohl eine Mythic Plus Chest erspielt letzte Woche als auch eine Arena Kiste. Also sprich, wir können heute wieder beides an, nicht anmachen, sondern aufmachen, so rum. Manchmal mache ich die Kisten auch an, aber das mache ich dann immer abseits von Videos. Genau, was haben wir gemacht? Wir haben einen 16er King's Rest Key gemacht, da habe ich den Gerker mitgenommen, weil er da unbedingt die Waffe braucht. Und ratet mal, was ist gedroppt? Nein, es ist keine Waffe gedroppt, die er haben will. Und ja, jetzt guck mal, vielleicht habe ich aber zumindest hier was Tolles drin. Zumindest müsste ich genug Titanresidium bekommen, um mir dann noch ein Teil zu kaufen. Ich habe mir überlegt, komm, ich habe noch keine 480er Brust, die werde ich mir dann nachher auf jeden Fall gönnen. Und jetzt schauen wir mal rein, was wir quasi hier drin haben. Vielleicht ist ja auch irgendein krasses Trinket drin oder ein gutes Corruption-Item. Okay, wir haben genug Titanresidium gekriegt. Wir schauen erstmal den Key an. Ein 15er Kronsteig, das ist ja okay. Und bitte lass es ein gutes Corruption sein. Ach, fick dich doch, Blizzard. Was kriege ich denn hier für eine Scheiße raus? 6% mehr Mastery. Ach, es sind halt nur 10 Verderbnis, ne? Ich habe halt schon den 475er Gürtel. Aber schau mal, er ist unzerstörbar. Seht ihr das? Ein unzerstörbarer Gürtel. Das ist ja schon mal was. Aber das ist halt absoluter Shit, das Item. Ah, warum kann ich nicht mal ein Echoing Void, ein Infinite Stars oder so ein Zwielichtsverwüstung rausbekommen? Nein, ich krieg halt wieder Stats raus. Ah, ja gut, wir haben noch die PvP-Kiste, vielleicht taugt die ja tatsächlich mehr. Ich gucke mir jetzt aber mal an, wie viel Mastery das ausmachen würde, wenn ich den Gürtel anlegen würde. Wie viel mehr Life ich dann vor allem auch habe. Okay, es macht 4k Life aus, ne? 4K. Gut. Gut. Und was macht's damage-technisch aus? 23,5. Und da sind wir dann bei 24,4. Naja. Naja. Okay, der Gürtel ist halt leider nicht gut. Haben wir wieder ein Plus gemacht umsonst in der Woche. Alles klar. Ich mache ja quasi nur noch wegen der Chest jetzt M Plus. Die Ding habe ich ja vor 2 Wochen gemacht, die ganzen In-Time Keys für meinen Mount, ne? Dementsprechend ist das dann nicht so relevant mehr. Aber vielleicht enttäuscht mich ja die PvP-Kiste diesmal nicht. Und ich bekomme da was Tolles raus. Oh, war ja eine Hose. Blizzard. Okay. Also, das ist, glaube ich, so der nutzloseste Trade überhaupt. Crit ist nämlich bei mir tatsächlich relativ schlecht. Ich bekomme 30 Sekunden lang 31 Crit und 5-mal stapelbar. Ja, auch diese Hose ist leider nicht gut. Ja. Heißt, wir haben zweimal richtig arg reingegriffen hier in die Scheiße. Das hat sich jetzt beides tatsächlich nicht gelohnt. Jetzt kann ich mir quasi noch über Titanresidium die Brust kaufen. Mal schauen, ob es ein bisschen mehr als Item-Level-Upgrade ist. Vielleicht kriege ich ja irgendeine richtig krasse Brust raus. Komm, das wäre jetzt so als quasi Entschädigung schon drin. Was haben wir denn? Schulter, Ding. Ja, hier, die brauchen wir. Brust. So. Okay, was haben wir da drauf? Bitte lass es jetzt nicht absolut ein Shit sein. Ja, okay. Also ich habe keinen Hound-Trade drauf. Was haben wir drauf? Wir haben quasi einmal hier den okayer E-Trade. Magenfetzer ist tatsächlich der beste Single-Target. Schild ist leider nicht drauf. Ich glaube, das Ding könnte okay sein. Es ist absolut nicht gut, aber es könnte okay sein. Jetzt muss ich mal gucken, was ich habe. Ich auf dem alten drauf. Auf dem alten hatte ich auch Magenfetzer drauf. Hier dieses Herz der Dunkelheit ist tatsächlich relativ stark. Das habe ich jetzt da nicht drauf. Da hatte ich auch den Shit drauf. Und dann hatte ich zumindest den besten Single-Target. Es könnte aber dennoch besser sein. Weil es halt einfach ein bisschen mehr Item-Level hatten, dann dementsprechend auch ein bisschen mehr Stats. Jetzt bin ich im Belegen. Komm, es gehen wir es mal Single-Target-mäßig durch. Ich müsste es dann halt noch simmen, ob sich das tatsächlich rentiert. Magenfetzer ist zumindest nicht allzu schlecht. Das macht halt relativ gut Damage. Aber ja, haut mich jetzt nicht um. Es gäbe eine wesentlich bessere Brust. Ich glaube, die ist aus, wenn ein King's Rest oder aus Alt-Haldazar. Und die wäre besser gewesen, aber gut, die ist jetzt auch nicht komplett scheiße, ja. Zumindest ein Trade, der ganz gut ist, hat sie drauf. Okay.
Damit sind wir durch mit dem kleinen Opening. Hab leider jetzt nichts richtig Krasses rausgezogen. Ne? Item Level haben wir ein bisschen erhöht über die Brust. Das war's aber eigentlich auch schon in dem Sinne. Gut. Ja, schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr so rausgezogen habt. Vielleicht hattet ihr ja ein bisschen mehr Glück als ich. Und ja, dann sehen wir uns gerne beim nächsten Opening wieder. Euch, bis dann. Ciao.